Na denn, Übungsvideo. Also, es geht darum, mit 160 Newton, also 160 Newton wende ich an Kraft auf und verschiebe einen Karton oder irgendwas, weiß der Kuckuck was, mit dieser Kraft 4 Meter weit. Oder ich heb den hoch. Oder. Das haben wir uns aus dem Text herausgeschrieben. Es geht also um die Kraft und einen Weg von 4 Metern. Gesucht ist die mechanische Arbeit. Ohne dass ich groß nachdenke, kann ich Folgendes machen. Ihr guckt jetzt hier auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite sind die entsprechenden Formeln. Sucht die entsprechende Formel raus und setzt ein. Ich mache Pause und dann melden wir uns wieder. Also die Lösung sieht so aus. Ich habe mir folgende Formel rausgesucht. W mechanisch ist F mal S. Also die mechanische Arbeit schreibt man aber auch richtig ran. Das ist ein Index, sagt man dazu. Ist gleich F mal S. Immer grundsätzlich die Formel abschreiben. So, W mechanisch. Mechanisch wissen wir noch nicht, schreiben wir wie mich. Ist gleich F wissen wir, 160 N, also Newton. Das mal hier, das schreiben wir ab. Und S wissen wir, klein s ist 4 Meter. Und jetzt ist der Job eigentlich schon erledigt. Wieder eine neue Zeile hinschreiben, wie mechanisch ist. Und jetzt sage ich einfach erst die Zahlen und dahinter kommen die Buchstaben. 4 mal 0 ist 0, 4 mal 6 ist 24, 4 mal 1 ist 4 und 2 ist 6. Jetzt hier die Buchstaben dazu schreiben. N, M. Und tatsächlich, das ist auch wirklich so, mechanische Arbeit wird in Newtonmeter angegeben. Drehmoment übrigens auch. Gut, kurze Pause, ich schreibe eine neue Aufgabe hin und ihr könnt dann entsprechend wieder abschreiben, in die Formeln reingucken und so weiter. Ich werde die Formelsammlung wieder hinschreiben. Nächstes Beispiel. Ich fahre mit meinem Fahrrad 24 Kilometer pro Stunde, ist die Geschwindigkeit, die mir der Tacho anzeigt. Und ich fahre 40 Minuten lang. Wie weit komme ich mit dieser Geschwindigkeit in 40 Minuten? Aufgabe hinschreiben. Achtung, hier die Formel, die richtige abschreiben, einsetzen. Und dann sehen wir uns nochmal im Zwischenschritt wieder. Jetzt hatte ich vorhin nicht Pausetaste gesagt. Also drückt jetzt nochmal, falls ihr es noch nicht getan hattet, die Pausetaste. Falls ihr es aber schon getan hattet und hingeschrieben habt, es sieht so aus. Ich schreibe diese Formel ab. Denn V muss drin sein, T und S. Und das ist die einzige Formel, wo alles drin steht. Also schreibe ich die Formel ab. V ist gleich S durch T. Mit Bruchstrich. Nicht wie die Babys, sonst, naja, mal. Habe ich schon zu oft gesagt. Also, jetzt setze ich ein. V weiß ich. Und dann schreibe ich in aller Ruhe 24 Kilometer pro Stunde. Und ich schreibe das so, wie ich das oben gesehen habe. Das ist gleich, schreibe ich ab. Das S weiß ich nicht, also muss ich ein kleines S schreiben. Und T schreibe ich 40 Minuten hin. Naja. So, und an der Stelle gibt es eine kleine Besonderheit. Es ist nichts Besonderes. Okay, ich weiß, S muss alleine stehen. Ich muss sowieso mal 40 Minuten nehmen. 40 Minuten. Aber, naja, machen wir es mal. Wenn wir dann geschrieben haben, 24 und ich kann ja sagen 24 Eintel. Und da ich ja eine Zahl sowieso mit ihrer Einheit mal nehme, kann ich schreiben 24. Hier die 1, die kann ich mir eigentlich schenken, aber ich schreibe es jetzt mal hin. Und schreibe hier das H hin. Km durch H. Und die 1, die lasse ich mal weg. Das sieht zu albern aus. Das muss man nicht machen. Durch 1 teilen ändert eh nichts. Und jetzt hatten wir gesagt mal 40 Minuten. Hui. Ja, wie soll denn das gehen? Und das soll sein S. S mal 40 Minuten durch 40 Minuten hat sich sowieso gekürzt, also schreibe ich schon mal S. Jetzt gibt es eine kleine Besonderheit. Jetzt muss ich sagen, das ist natürlich doof. Aber ich kann das ganze Problem lösen, indem ich sage, warte mal, H, ne, hier stand ja noch eine 1, ein H, eine Stunde, das sind doch 60 Minuten. Und dann schreibe ich hier unten 60 Minuten hin und streiche das H durch. Und schon kann ich kürzen, und zwar Minute und Minute gehen beide durch Minute. Bleibt eine 1 stehen. Die Nullen, die streiche ich mal in Blau weg. Das wäre durch 10 gekürzt. Ah, 24 durch 6, das geht doch. Ich kürze offiziell durch 6. Also, durch 6 ist 1, durch 6 ist 4. Jetzt gucke ich, habe ich hier alles durchgestrichen, es bleiben Einsen stehen. Durch 1 kann ich mir schenken und jetzt kann ich in aller Ruhe rechnen. Nämlich, 4 ist noch übrig, Kilometer ist übrig und die 4 ist noch übrig. Die 0 war ja durchgestrichen. Alles andere sind Einsen. Jetzt ist es leicht. Dann sage ich 4 mal 4 ist 16. Achtung, Kilometer nicht vergessen, ist S.
Das war schon vielleicht ein bisschen kniffliger, weil ja Minuten und Stunden irgendwie ineinander umgewandelt werden müssen. Noch eine Übung. Ich mache mal Pause, schreibe die Aufgabe hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Folgender Sachverhalt: Ich habe einen Widerstand, der heißt R wie Resistance. R ist 40 und das Ding heißt, ist ein Omega, heißt Ohm. Soll uns jetzt egal sein. Dieses blöde Zeichen, das muss man ein bisschen üben zu malen. Und I, der Strom, Intensity, ist gleich 5A, also 5 Ampere. Gesucht ist U und P. Natürlich, wer jetzt nach rechts guckt, der sieht schon was. Hier, die beiden. Um die beiden Formeln geht es hier. Schön. Die hätten wir schon mal. Es sind also zwei Dinge gesucht. Aber wir werden gleich sehen, was noch passiert. Ich verweise noch auf Folgendes. Das steht in diesen ganzen Formelsammlungen immer drin. Die Einheiten. Und zwar hier steht 1 Volt pro Ampere. Ein V durch A ist das gleiche wie ein Omega, ein Ohm. Und ein V mal A, also Volt mal Ampere, ist gleich ein W, Watt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Lösung, ich sag mal so, fangt mal mit der ersten Formel an, mit R. So, Pausetaste drücken, hinschreiben, versuchen die Aufgabe zu lösen. Wir sehen uns dann wieder. So, ich sagte ja, wir fangen mal mit der ersten Formel an. R ist U durch I. Warum? Werden wir gleich sehen. 40 Ohm, so malt man es, ist gleich U, wissen wir nicht. Durch I wissen wir, 5A, 5 Ampere. So, wir sagen, U soll da alleine stehen. Es stört durch 5 hier. Der Bruchstrich heißt durch 5A. Gegenteil von durch 5A ist mal 5A. Okay. Jetzt steht hier 40, jetzt dieses komische Omega, mal 5A. Damit wird man nicht viel anfangen können, denn U muss in Volt angegeben werden, in V. Aber das werden wir gleich sehen. Und U steht alleine da. Was tun? Und jetzt kann man das ersetzen. Jetzt kann man sagen, hier unten, hier, ein V durch A ist ein Ohm. Dann ersetzen wir das doch. 40 Volt durch Ampere. Man kann V durch A kleiner dahinter schreiben oder man kann sagen, da ich sowieso 1 mal V nehme, schreibe ich 40 mal V durch A. Und auf den gemeinsamen Bruchstrich kann man die 5a dazu schreiben. Denn 5a Ganze, ich könnte hier noch eine 1 drunter schreiben, mache ich nicht. Ist gleich U. Und jetzt müsste es eigentlich leicht sein. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich kürze mal mit Blau. Die A's gehen beide durch A, bleibt eine 1 stehen. Ja, und der Rest ist leicht. Denn jetzt kann ich sagen, 40 mal 5 ist 200. Das kann man im Kopf. Mal V. Nicht das V vergessen hier. Mal V. Und das Mal lässt man im Allgemeinen weg, also 40 Volt. Wir sagen ja auch nicht 200 mal 200 Volt. Wir sagen ja auch nicht 200 mal Euro, sondern wir sagen mittlerweile das stille Mal, das sieht man nicht, ne, das lassen wir weg. 200 Euro würden wir sagen. Und das ist U. Jetzt hätten wir die Spannung. Jetzt wird der Rest sehr leicht. Warum? Weil jetzt kann ich sagen, P ist gesucht und da muss ich U nämlich haben, sonst würde es nicht gehen. Es geht auch komplizierter, aber ich mache es lieber schrittweise. Ich schreibe P ist U mal I. Naja, und da muss man auch nichts umstellen. P wissen wir noch nicht. Schreiben wir wieder P. U wissen wir, das waren 200 V, also Volt, mal hier, dieses Mal, abschreiben. I, 5 Ampere. Naja, und jetzt sagen wir 200 mal 5 ist 1000. Und das Volt und hier das V und das A, das schreiben wir dahinter, VA. Das ist eine alte Leistungsangabe, das sieht man auf alten Motoren noch. Sollte man nicht mehr nehmen, man sollte dieses VA in W umschreiben. Die Einsen, die sollen bloß sagen, dass das das gleiche ist. Also schreibe ich die gleiche Zahl, 1000, und jetzt nicht VA, sondern W. Ja, das war's schon. So leicht kann man es machen, ne? Jetzt könnte man noch alle möglichen anderen Sachen machen. Das soll jetzt mal genügen für die Übung. Geht so mit Formeln um, macht es schön stur, nochmal zusammengefasst. Formel rausschreiben, die erforderlich ist. Also wenn ich R, I und U suche, dann muss ich eine Formel haben, die heißt dann nicht P ist U mal I, sondern R muss drin sein, U und I. Dann nehme ich die erste. Formel hinschreiben, ersetzen, was ist R-Wert, ersetzen, was ist U-Wert, gar nicht, dann lasse ich U. I weiß ich, ist 5a und dann kommt der restliche Tippelkram und Tappelkram. Ich glaube,
Das müsste jetzt ein, zweien genügen. Das setzt sich bis in höhere Klassen fort. Das bleibt immer wieder das gleiche Prinzip. Und wenn man ein bisschen mehr schreibt, muss man nicht mehr so viel nachdenken, sich nicht so viel im Kopf, den Kopf zerbrechen, im Kopf, den Kopf zerbrechen, Quatsch. Sondern man geht einfach lockerer und leichter mit allem um. Viel Spaß bei allen weiteren Berechnungen und Leute, schreibt schön strukturiert, immer schön die Ist-Gleiche, wenn es geht, untereinander. Immer sauber schreiben, nicht so schmieren wie ich. Dann klappt's auch. Selbst in Physik. Ein chemisches Beispiel, guckt bitte bei Chemie, im Chemieteil, da sagt man dazu stöchiometrisches Rechnen. Also es geht um Stoffmengen. Auch die kann man damit berechnen. Genauso strukturiert wie hier. Aber da ist ein kleines bisschen, also ganz kleines bisschen anders. Aber das Prinzip bleibt gleich. Gut, alles Gute, bis zum nächsten Mal.